eigene Ideologie da durchzusetzen, ne? So wie damals, seit 1400 Jahren, als die Kamelschlacht begonnen hat, zwischen Ali und Aisha. Ganz heftig. Ganz heftig. Seit dem Tag an. Diese Spaltung, diese Hardcore-Spaltung im Islam. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Der Herr segne auch dich, euch. Ja, und dann wartet der Herr Jesus Christus mit offenen Armen auf diese Menschen und sagt, ihr braucht euch nicht gegenseitig abzustechen und alle zu ermorden und alles Mögliche. Ich habe für euch bezahlt. Kommt her, ihr seid doch mühselig und beladen. Ich werde euch doch Ruhe schenken. Ich werde euch eure Sünden vergeben. So wie ich es in Markus 2,5 getan habe. Markus Kapitel 2, Vers 5. Dir sind deine Sünden vergeben, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat zu vergeben, Sünden wem er will. Halleluja. Er hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das kann nur Gott allein. Genau wie die Pharisäer reagiert haben. Wer ist derjenige, der einfach Sünden vergibt? Denn Gott allein vergibt nur Sünden. Und dann sagen die mal, Herr Jesus Christus ist nur ein Prophet. Er ist alles in einem. Er ist der Sohn Gottes, ein Prophet, Sohn des Menschen, Gott im Fleisch. Alles ist er in einem. Und das deckt nur der Herr Jesus Christus ab. Nur er kann das. Weil er perfekt ist. Er hat alle 613 Gebote aus dem Alten Testament gehalten. Weil er das perfekte Gesetz ist. Keiner von uns kann Gott gerecht werden. Er hat uns gezeigt, was Gerechtigkeit bedeutet. Wir sind schuldig vor Gott. Das verstehen die Leute nicht. Wir sind so schuldig vor Gott, das ist unfassbar. Ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere sich darüber Gedanken macht. Weil diese Welt geht ja zugrunde. Diese Welt bleibt ja nicht. Das Einzige, was bleiben, sind deine Missetaten vor Gott. Ja, und dann mit diesem Berg voll Schulden, die du angesammelt hast, Sünden angesammelt hast, wo willst du das denn ablassen? Wo willst du das denn ablassen? Das ist ja Wahnsinn, ey. Aber da ist jemand, der dir Vergebung anbietet. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Denn Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist immer die Intention Gottes, dass die Menschen zu ihm kommen und Vergebung ihrer Schuld bekommen. So einfach ist das. Du brauchst nicht in einem bestimmten Winkel irgendwie deine Gebetshaltung einzunehmen und dich niederzuwerfen oder was und dann irgendwann mal hoffen, dass Gott dir vielleicht vergibt. Nein, Gott hat einen Weg bereitet, der für uns ja einfach ist für die Menschen, weil er kennt uns ja. Er weiß ja, wie wir sind. Dass wir es niemals schaffen, Gott gerecht zu sein. Auch wenn wir es versuchen. Jedes Mal fallen wir wieder und fallen und fallen und fallen. Jeder von uns. Egal wie fromm er daher kommt und so tut so, ja und hier, nein. Auch er hat Sünde. Auch er lügt den ganzen Tag. Und auch der macht Mist. Nur weil seine Stimme jetzt ein bisschen wie einfach will denn der Herr uns das denn noch machen? Ne? Einfach nur eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Gelobt sei der Herr Jesus Christus, genau. Sein Name steht über allen Namen. Ne, Philipper 2, Vers 6 bis 11. Unsere Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und da gibt es sogar noch einige sogenannte Christen, die sogar die Trinität durcheinander bringen und sagen, Jesus ist der Vater. Das ist unglaublich. Jesus ist der Sohn, der Vater ist der Vater und der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Drei Personen, ein Gott.
so unfassbar. Ja, das ist so unfassbar, ey. Da gibt es genügend von diesen Leuten, die auf einmal daherkommen und sagen, Jesus wäre der Vater, nur weil da steht, ich und der Vater sind eins. Ja, eins im Wesen, aber doch nicht dieselbe Person. Das ist unglaublich, wie die die Bibel auch lesen, ne? Das ist der Wahnsinn. Manchmal denke ich mir so, Leute, wie liest ihr eigentlich die Bibel? Genauso wie andere dann auf einmal sagen, richte nicht, dass du nicht gerichtet wirst. So, der bekannteste Satz, den alle irgendwie kennen. Was ist so die Bibel für die? Ich meine, wir sollen natürlich nicht hingehen und jeden da verurteilen und machen und tun. Aber dennoch sagt der Apostel Paulus, ja, was habe ich denn die zu richten, die außerhalb sind? Haben wir nicht die zu richten, die innerhalb unserer Gemeinschaft sind? Ja, und wir sollen ja auch die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind. Was bringt es denn, wenn jemand auf einmal sagt, ja, Jesus, Jesus, ja gut, hallo mein Bruder, hallo meine Schwester. So würde doch kein Christ vorgehen. Man fragt doch jeden dann, an was glaubst du denn? Wer ist der Herr Jesus Christus für dich? Stell dir mal vor, du prüfst dich und hängst auf einmal dann mit Zeugen Jehovas und was weiß ich was ab. Kein wiedergeborener Christ würde so vorgehen. Man würde immer die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind. Grüß dich, mein Bruder. Gesegneten Tag. Das will ich dir auch verstehen zu deiner Familie. Bist du bereit für ein bisschen Power? Was? Was sagst du? Ja. Ja, ja. Das ist so. Wo ist er? Da hat sich in dein Hirn reingebracht, ne? Als ich das gemacht habe, ne? Was? Abu Hezerei fehlt noch. Und manchmal fühle ich mich hier, warte, manchmal fühle ich mich hier bei TikTok auch so, warte. Warte, Werbung. Okay. Wenn er entzungen spricht, wenn er Hände auflegt. Ja, Bruder. Okay, es ist schon, wie bei Ghostbusters. Ja, man fühlt sich aber nicht wie bei Ghostbusters, ne? Auf TikTok. Wir haben ja nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Pizza. Ghostbusters! Den ganzen Tag bin ich nur am Geister kennen. Ja. Okay, mein Bruder. Ich wünsche dir alles Gute. Gott segne dich. Man kommt sich langsam vor wie so ein echter Geisterjäger. Jo. Grüße. Grüße. Ja, Gott segne dich und deine Familie auch, mein Freund. Ich habe nur eine kurze Frage, ohne irgendwie auf irgendwas hier genauer einzugehen oder sonst was. Ich verfolge dich auch schon seit längerem Zeitraum. Achte auch darauf, dass ich hier nicht irgendwie persönlich werde oder so in den Chats. Ich habe mal nur eine Frage. Weißt du ja aber auch schon wahrscheinlich. Muslim
heißt doch Gottesergebener, oder nicht? Wortwörtlich übersetzt aus dem Arabischen? Ja, das bedeutet Unterworfener. Unterworfener, also aber in einer Form, weil die Sprache ja immer besser wurde und immer besser ausgearbeitet wurde, sage ich mal. Zur modernen Zeit könnte man auch sagen, Muslim heißt Gottesergebener, oder? Man muss es doch nicht immer so radikalisieren und sagen, Gottesunterworfener. Nee, im Kontext gesehen hat der Mohammed ja nur die Dörfer angegriffen und die Menschen zu Muslimen gemacht. Zu Unterworfenen. Der Islam bedeutet ja auch nicht Frieden, sondern Unterwerfung. Ganz kurz, er hat keine Länder angegriffen, er hat sich nur verteidigt. Es wurde nur Krieg geführt bei Verteidigung. Ja, du brauchst doch nicht immer lachen. Wieso lachst du denn immer? Wieso machst du das immer? Ich verstehe das nicht. Du, du bist ein Ex-Muslim. Du bist doch eigentlich als Christ. Dann hast du friedlich dann zum Islam bekehrt, richtig? Ja klar, passiert doch heute immer noch. Es gibt doch Menschen, damals war es ja anders. Du darfst ja nicht vergessen, das ist 1444 Jahre her. Wir leben ja mittlerweile 2023. Wir sind Menschen, die in dieser Zeit leben. Für uns ist es sowieso nahezu unmöglich, so zu denken, wie die damals dachten alle. Weißt du, wie ich meine? Ja, das musst du den Muslimen sagen und den Koran sagen. Aber der Koran sagt jetzt Sure 33, Vers 21, ihr habt dann an dem Gesandten Allah das beste Vorbild für alle Zeiten, bis zum Tag des Jüngsten Gerichts. Ja, das heißt, wenn Mohammed etwas getan hat, muss man das auch in der heutigen Zeit anwenden. Nee, da musst du vorsichtig sein. Guck mal, ich kenne dich ja nicht seit gestern. Ich weiß ja, dass du auch gut informiert bist über jede Art von Religion, die dich teilweise mal interessiert, sag ich mal. Und ich weiß ja auch, dass du nicht dumm bist und nicht einfach so irgendwas aus dem Koran rezitierst oder sonstiges. Aber ich finde immer, guck mal, das Ding ist, wir sind ja alle drei von den Urstamm, ist das ja der abrahamitischen Religion. Also, dass Abraham zwischen Götzendienern einer der Ersten war, oder ich glaube sogar, ich bin mir nicht sicher, der Erste war, der bezeugt hat, dass es nur einen Gott gibt, der das alles hier erschaffen hat. Richtig? Hallo? Hörst du mich? Hallo? Ja, die Teufel und Dämonen bezeugen auch nur, dass es einen Gott gibt. Ja, die machen nichts mehr Besonderes. Es gibt ja auch einen Gott. Wer bezeugt das? Hallo. Oh, wie nie. Wie also in der Bibel heißt es, dass die Dämonen und die Teufel, also der Teufel. Ja. Ja. Was? Nee, ich habe gerade einen Kommentar gelesen. In der Bibel heißt es, dass die Teufel und die Dämonen auch bezeugen, dass es nur einen Gott gibt. Sie tun wohl, denn es gibt wirklich nur einen Gott. Ja, verstehst du? Man sagt ja auch, auf der Erde ist der am meisten weiß, dass es Gott gibt, der Teufel. Weil er ihn ja kennt und gesehen hat. Und ja, also du siehst, wenn du zum Beispiel die islamische Geschichte studierst, du kriegst Schock, was der Mohammed und die Sahaba und die Nachfolger, die Tabi'in, angerichtet haben mit den umliegenden Ländern. Du musst dir mal die Geschichte von Khalid ibn Walid mal reinziehen, was er getan hat. Wie viele Eroberungszüge er durchgezogen hat, ne? Ja. Nee, guck mal, da was in der Materie ibn al-Hattab den Juden und Christen angetan hat, ne? Ja. Ich bin ja gar nicht so in der Materie, also ich glaube, ich kann da gar nicht auch so gut mitreden, was das betrifft jetzt in der Zeit. Ich glaube, du hast auch ein bisschen mehr Wissen als ich, auch in meiner Religion sogar. Aber am Ende des Tages bin ich verpflichtet als Moslem, so steht es auch im Koran, bin ich verpflichtet als Moslem, das Evangelium zu lesen und zu akzeptieren und zu verstehen. Genauso wie ich auch verpflichtet bin, das erste Buch Moses zu lesen von den Juden. Es ist ja weg, der Kollege. Wofür? Dass die Muslime dass Jesus über die Erde herrschen wird, als 40 Jahre über die Erde herrschen wird, nach dem Antichrist, glaube ich. Ja, aber wie gehst du zum Beispiel um, dass der Mohammed gesagt hat, ich wurde angewiesen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah? Guck mal, das Problem. Konnte dieser Forderung nach, so ist ihr Leben und ihr Besitz vor mir sicher.
Ja, das Problem ist, ich stecke leider nicht so in der Materie drin, dass ich da wirklich jetzt mit so doll argumentieren kann und mit irgendwas kommen kann. Ich bin aber kein Mensch, der irgendwie stur ist. Das hat nichts mit der Materie. Das hat nichts damit zu tun, dass du tief in der Materie bist. Allein lass nur mal diesen Satz auf dich wirken. Ich wurde abgewiesen von Gott, jeden Menschen zu bekämpfen, bis er bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich der Gesandte bin. Kommen Sie dieser Forderung nach, so ist Ihr Leben und Ihr Besitz von mir sicher. Wie wirkt das auf dich? Aber das müsste dir doch, also dir als Christ müsste es doch schon reichen, wie Mohammed über den Propheten Jesus geredet hat, dass du anfängst, Mohammed zu mögen. Oder ihn anerkennst als Propheten. Weil er wurde ja auch. Jesus wusste auch, dass er kommt. Jesus wusste auch, dass er kommt. Wir haben die ganzen Sunnas voll davon, dass er Mohammed nicht als Propheten ist. Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah al-Azim. Das wird persönlich. Das ist nicht korrekt, dass du so persönlich wirst. Ja, was denkst du denn beispielsweise? Ich denke aber nicht über deine Religion. Mein Koran, bist du Katholik oder Evangelist? Hallo? Ja, was, ja, hältst ja. Beispiel, was hältst du denn zum Beispiel von Mohammed als Propheten, der sagt, dass die Frauen gelbe Spermien haben, also dass aus ihren Rippen rauskommt? Okay, anders gefragt. Was hältst du davon? Du, was waren die zwei, die, als der Prophet starb, alayhi salatu salam, ne? Frieden sei auf ihn und Friede sei auch auf Jesus, ne? Alayhi salatu salam auch auf Isa. Als der Prophet verstorben ist, erzähl mir doch mal, was er dann gesagt hatte. Seine letzten Worte, was waren sie denn? Wenn er doch so verteilt die Juden und die Christen aus der arabischen Halbinsel. Selbst an seinem Sterbebett sagt, verflucht er sogar noch die Juden und die Christen. Astaghfirullah al-Azim, das stimmt nicht, Amir, was du sagst. Er hat zwei Sachen erwähnt. Er hat gesagt, achtet auf eure Frauen und achtet auf das Gebet. Das waren seine Worte, wo er starb. Er hat nicht gesagt, irgendwelche Juden oder irgendwelche Christen. Wir müssten uns eigentlich alle drei als Brüder und Schwestern sehen. Bist du dir sicher oder soll ich das beweisen? Das Ding ist, ich halte da nicht dran fest, was. Ich lese auch Seiten vom Christentum. Ich lese auch sehr viel von Jesus.ch. Warum kommst du jetzt mit Dr. Chef Abu Amir und kommst mit so einer Aussage, obwohl ich das Gegenteil beweisen kann? Was meinst du? Der Mohammed hat an seinem Sterbebett hat er noch gesagt, vertreibt die Polytheisten aus der arabischen Halbinsel, denn das Land darf nicht mit den unreinen Juden und Christen beschmutzt werden. Okay, was ist denn gemeint mit den Polytheisten, mit den Ungläubigen? Ja, das sind doch Juden und Christen mit gemeint. Er sagt sogar explizit, mit den Juden und Christen. Ja, aber hör mal zu, wie kann der Koran mir dann aber gleichzeitig sagen, ich soll das Evangelium lesen? Ja, das fragen wir uns auch. Ja, siehst du, jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass der Christentum nämlich verfälscht wurde, genauso wie der Judentum, und die Menschen das einfach so stehen und lesen. Wer hat denn das Evangelium gesagt? Dann wird doch der Koran niemals zu mir sagen, es ist sogar meine Pflicht, das Evangelium zu lesen. Es ist meine Pflicht auch zu akzeptieren, dass Jesus der Diener und Gesandte von Allah war. Ja und? Es hat ja nichts damit zu tun. Wer hat denn das Evangelium herabgesandt? Gott. Gott. Das Evangelium wurde von Gott über Jesus zu den Kindern Israels herabgesandt. Oder? Wer hat... Erzähl. Also ist Gott der Urheber des Evangeliums, nicht dein Allah? Genau, Allah, der Allmächtige, ist der Allah hat das Evangelium herabgesandt? Genau, genauso wie das erste Buch Mose. Oder wie das genau heißt, bin ich mir nicht sicher, aber das von dem Juden, das der erste Teil aus der Tora. Kann man die Worte Gottes fälschen? Kann man Allahs Worte verändern? Wie bitte? Kann man Allahs Worte verändern? Ich weiß, worauf du ihn auswählst. Nein, kann man nicht. Dann ist das Evangelium auch angerufen. Deswegen sagt der Koran mir... Guck mal, du lachst und ziehst das wieder ins Lächerliche, aber du hörst gar nicht zu. Wallah, ich würde dich so gerne vor mir haben. Ich verstehe ja gar nicht, was von Angesicht zu Angesicht mit dir reden. Auf ganz menschlich. Aber nicht so über diese Kamerageschichten hier, weil das geht immer nach hinten los mit dir. Aber guck mal, das ist ja auch gar kein Problem. Du verstehst ja gar nicht, dass du, wenn du sagst, mein Lieber, du verstehst ja gar nicht, ja, wenn du sagst, dass die Bibel verfälscht wäre, dass er so mit Allahs Allmacht dahin wäre, weil er nicht in der Lage ist, sein Wort zur Verfälschung zu benutzen. Weil der Mensch ist vertrauen. Ja, dann kann man ja allein nicht vertrauen. Allah ist nicht vertrauenswürdig, verstehst du das nicht? Die Menschen haben es doch verändert, bis er sich zu dem Punkt, also bis ja, er zu dem Punkt kam, Allah wo er sich dachte... Ach, Brudi, guck mal, ich sag dir, am Ende des Tages ist der Jude, der wirklich an das Wahre glaubt, mein Bruder, ne?
Christentum, also das Wort Christ gibt's sowieso gar nicht, ne? Das Wort Christ, das wurde einfach über die Jahre irgendwann erfunden und dann wurde Jesus Christus. Das stimmt doch gar nicht, in der Apostelgeschichte. Nein, geht Mann, das, doch mal. Alles, das ist doch monotheistisch, das ist doch alles abrahamitisch. Leute, postet das mal bitte hier rein. Postet das mal bitte hier rein. In der Apostelgeschichte, geht mal bitte auf Schlachter 2000 im Internet und gebt mal das Wort Christen ein. Da werdet ihr direkt fündig werden. Zeigt ihm das mal bitte hier. Ich sag dir, Armin, menschlich habe ich nichts gegen dich, ehrlich. Aber wenn du dich extra. Ja, aber wenn du dich noch niemals mit dem Thema auseinandergesetzt hast, warum kommst du hier noch? Tut doch gerade. Aber das ist doch nicht korrekt, hier die irgendwie Halbwahrheiten und Lügen rumzuerzählen. Ja, du willst nicht so Halbwahrheiten. Also bist du, dein Name da oben, du wirbst damit, dass du quasi kein Gottesergebener mehr bist. Aber da ja Jesus ist doch von der Nein, Allah, ich bin kein Gott. Ich hab das nicht schon wieder. Sondern ein Unterworfener. Das Wort Islam bedeutet auch nicht Friede, sondern Unterwerfung. Du hast dich dem Islam zu unterwerfen. Aslim, Taslim. Ja, natürlich habe ich mich meinem Schöpfer zu unterwerfen. Ist doch nur logisch. Kann doch nur logisch sein, oder? Er hat doch alles erschaffen. Er ist doch der Schöpfer. Wie kannst du sein Gesandten anbeten? Wer sagt dir, dass überhaupt Allah Gott ist? Du bist das der Teufel. Allah ist Gott. Sogar Jesus hat Gott mit Allah angesprochen. Aber das Problem ist, dass dein Allah ein Verlanger, die Hölle mit Menschen Allah ist Gott. Jesus hat auf deiner Sprache Gott mit Allah angesprochen. Allah. Er hat gesagt, Eli, Eli, Lamach Shabbatani. Ja, na klar, das kriegst du dir jetzt auf den Du bist der Geilste. Du bist der Geilste. Du bist der Geilste. Ich würde so gerne mal mit dir eine Runde Tischtennis oder so spielen. Tischtennis? Ja, oder irgendwie Basketball oder so, eine Runde 21 oder so. Weißt du ja, nicht? Ja, ich bin alle der Wichtigsten. Ich mach direkt Rückhand. Am Ende des Tages sind doch alle Geschwister. Wir wissen, du weißt nicht genau, was verändert wurde. Du kannst doch gar nicht genau wissen, ob was verändert wurde oder nicht. Ich hab's betont mit den allerbrutalsten Leuten, ehrlich. Ja, du bist der allerbrutalste, Digga. Das können die Leute doch auch noch von sich behaupten. Aber ihr seid noch brutaler als ich. Ich hab nichts gegen dich, Amir. Ich wünsche dir auch nichtsdestotrotz einen schönen Tag. Da sind Meinungsverschiedenheiten wird es immer geben zwischen diesen drei Religionen. Das wird auch nie aufhören, glaube ich. Gott segne dich und deine Familie. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du Jesus Christus kennenlernst. Und zwar den wahrhaftigen Jesus Christus. Ich wünsche mir auch von ganzem Herzen, dass Allah dich recht leiten mag, mein Lieber. Allah kann niemanden recht leiten. Er ist ein fliegendes Bein, der recht leiten kann. Wäre Mohammed ein Verkehrter, hätte er gesagt, ich. Er hätte nicht gesagt, glaubt an Gott. Hätte Mohammed gesagt, ich, hätte ich dir gesagt, okay, Astaghfirullah al-Azim, Mohammed war kein Guter, alayhi salatu salam, Astaghfirullah. Aber Mohammed kam doch indirekt mit derselben Message, mit der auch Jesus kam. Das heißt, wie kannst du das verstehen? Überhaupt nicht, was für derselben Message. Ach Gott, er hat gesagt, andere Gaben. Jesus hat andere Gaben, wie alle anderen Propheten. Adam, die hatten doch alle verschiedene Gaben. Mohammed wurde extra geschickt, um die Menschen nochmal final zu testen. Das ist dieselbe Message. Der hat gesagt, man soll Kriegsgefangene vergewaltigen oder was? Natürlich, aber wenn sie Unglaube begehen, das Ding ist, du versuchst hier irgendwas von dir aus zu sagen, was so vielleicht gar nicht mal stimmen mag. Nein, ach komm, hör mir auf. Ich lebe doch, seitdem ich denken kann, lebe ich doch friedlich. Meine Familie, ja, du, weil du nichts mit Islam zu tun hast. Stimmt doch gar nicht. Ich bete doch fünfmal am Tag. Ich faste doch, ich gehe doch in die Moschee, ich bete fünfmal am Tag. So Gott will ich dieses Jahr Umrah machen. Das ist doch ein Teil des Korans. Das ist die Vollendung aller Urreligion. Allah sagt im Koran in Sure 2,216, vorgeschrieben ist hier der Kampf. Warum kennst du nicht? Weil jetzt gerade steht doch gar kein Kampf für mich bevor. Für was soll ich denn kämpfen? Ich könnte jetzt die Kamera anmachen. Ich kann doch hier einen Dschihad machen gehen. Warum machst du keinen Dschihad? Warum soll ich einen Dschihad machen? Aus welchem Grund? Weil Allah das von dir verlangt. Nein, verlangt er nicht. Stimmt nicht. Ist voll aus dem Kontext gerissen, was du sagst. Doch. Nein. Sure 9, Vers 41. Leicht und schwer und kämpft mit eurem Blut und mit eurem Blut, wenn ihr wahrhaftig seid. Du bist nicht wahrhaftig. Aber du bist wahrhaftig, oder wie? Dein Gott verlangt das von dir. Mein Gott sagt nicht, dass ich in den Krieg auswandern soll.
Guck mal, das Ding ist, meiner Meinung nach wurde das Evangelium so, die Geschichte des Evangeliums wurde so süß in eine schöne Geschichte verpackt. Deine Meinung interessiert damit mich, du musst Das Evangelium war selber so radikal und die Menschen hatten so Angst davor. Die Menschen haben es doch verändert. Ganz kurz, bei allem Respekt. Bei allem Respekt, das wurde doch einfach nur schulentauglich und kindertauglich gemacht, weil es zu radikal war. Oder? Und jetzt kommst du und sagst mir, der Koran ist zu radikal. Kindertauglich! Stell dir nur mal vor. Wir sterben jetzt. Nein, ich sag dein Gott, weil dann kommt dir das raus, weil er so kämpft. Und das habe ich dir gerade bewiesen. Nein, weil die Religion ist hart. Das, was dein wozu Gott, wir hier verdammt wurden. Die ganze Welt ist eine Lüge. Du musst mir auch mal zuhören. Aber du lässt mich auch nicht ausreden. Ich höre zu, gerne so. Ich höre gerne zu. Ich lasse dich nur ausreden. Aber du übertönst mich die ganze Zeit. Deswegen muss ich auch immer lauter werden. Da brauchen wir Ruhe. Das kannst du aber auch gut, dieses lauter werden. Ja, ich bin ja Orientalist. Du willst ja mein Blut am Kochen, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Ist doch alles gut. Was bist du, Türke? Nee, ich bin Araber aus Mardin. Ah, du bist Mardelli? Ja, genau. Ah, Mardelli, ich bin 7. Genau, aber in Deutschland geboren, also Mama und Papa kommen von da. Okay, sehr schön. Genau. Ja, Amir. Na, welcher Rechtsschule folgst du denn? Schafi. Schafi? Ja. Jetzt fang bloß nicht an, Alter, mich hier. Weißt du das? Erzähl. In seiner Rechtsschule. Ich höre dich auch sagen, ich will immer was sagen. Das kannst du auch deinem Imam bestätigen. Weißt du, dass Imam Eschafi, einer der Rechtsschulen, wo du angehörst, der Imam der Rechtsschule, sagt, dass es kein Problem ist, wenn du mit deiner. Wenn du mit einer Frau Unzucht begangen hast, das kannst du sowohl mit der Frau, mit der du das Kind gezeugt hast, und mit dem Kind sexuellen Verkehr haben. Hörst du mich? Ja, ja. Was meinst du nochmal? Ich habe das Ende noch nicht ganz verstanden. Hallo? Ja. Also, ich wiederhole mich nochmal. Also, ja. Imam Ash-Shafi sagt, nach der Sure 25, Vers 54, dass wenn du mit einer Frau Unzucht begangen hast und daraus ein Kind entstanden ist, ist es nicht dein Kind. Du kannst sowohl mit der Mutter als auch mit der Tochter sexuellen Verkehr haben. Nein, das stimmt nicht, Amir. Das sagt Imam Ash-Shafi. Nein, Amir, das stimmt nicht. Sowas habe ich noch nie, in meinem ganzen Leben gehört. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich sowas gehört. Warum hast du dein ganzes Leben gehört, weil deine Imame dich anrühren? Nein, Quatsch. Das Ding ist, ich kann doch nicht Imam Schaferi anrufen und ihn fragen, hey, sag mal, erzähl mir mal jetzt heute was über darüber oder darüber. Ich beziehe sowieso das meiste, was ich gelernt habe, beziehe ich von meiner Familie. Also ich passe da schon drauf auf, dass ich nicht doll... Siehst du, was ist, wenn deine Familie sich nicht auskennt? Mein Uropa war doll studieren in Ägypten damals, wo das war sogar noch anerkannter, glaube ich, als heute mittlerweile. Also damals war es anerkannter als heute, dort zu studieren. Der war da für 7 Jahre, der ist aus Mardin abgehauen. Für 7 Jahre wieder zurückgekommen und hat es dann seinen Söhnen beigebracht alles. Das Gebet und so, wie er das dort richtig erlernt hat nochmal. Und ich kann dir nur sagen, ich wurde als kleiner Junge so großgezogen, dass ich den Juden respektieren muss und den Christ. Weil sie, wenn sie noch richtig liegen, meine Brüder sind. Weil sie sind ja auch gottesfürchtig. Sie haben Angst vor Gott. Nimm deine Brüder an, das sagt, wir sind Kuffar, Mann. Ja, aber die das komisch gedreht haben, sind die Kuffar, nicht das Evangelium. Nein, da macht der Allah überhaupt gar keine Ausnahme. Für ihn sind alle Juden und Christen Kuffar. Nein, stimmt nicht. Also ich glaube, dass Jesus Gott ist. Ich habe zum Beispiel, ja, dann bist du, nach dem Koran, bist du dann ein Kuffar, wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist. Also 2 Milliarden Christen, die alle glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und Kuffar. Dass er ins Fleisch gekommen ist, also dass sind Gott ins Fleisch gekommen ist, sind alle Kuffar. Siehst du, das warum ist gar nicht aber? Weil es ist doch Götzendienst. Aha, aber zur Kaaba zu reisen, 7-mal einen Stein zu munden und den Stein zu küssen, das ist kein Götzendienst, ne? Es hat nichts mit dem Stein zu tun. Es hat nichts mit dem Objekt zu tun, was da steht. Es hat nichts mit dem Objekt zu tun, was da steht. Versteh das bitte. Ja, aber Götzendienst bedeutet, wenn du dir irgendwas aufbaust. Man hat also nichts davon, wenn man die Kaaba anfasst. Man hat auch nichts davon, wenn man als Mensch, als Moslem,
hat man nichts davon, wenn man die Kaaba anfasst. Und man hat auch nichts davon, wenn man diesen Stein küsst, der aus dem Paradies gekommen ist, sagt das man. Das ist eine Lüge. Sahih Bukhari sagt, der Mohammed, wer auch immer den Stein küsst oder berührt, dessen Sünden werden ausgesaugt. Stimmt nicht, weil ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe das gehört. Da gibt es eine Riesenschriftsdienst, seht ihr? Das ist der Islamsgriffsdienst, Mann. Ganz kurz. Einer von den, ich habe dich auch ausreden lassen. Ja. Entweder Umar ibn Khattab radiallahu anhu oder Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, einer von den beiden wurde gefragt, warum hast du diesen Stein geküsst? Und er sagte, ich habe diesen Stein nur geküsst, weil der Prophet alaihissalatu salam diesen Stein geküsst hat. Aber der Prophet hat ja nicht gesagt, küsst diesen Stein und ihr kommt ins Paradies oder eure Sünden werden euch vergeben. Nein. Ich erkläre es. Der Omar hat Mohammed gesehen und er ist natürlich der Prophet, also er will ihm ja nicht widersprechen. Deswegen hat er gesagt, hätte ich nicht gesehen, dass der Gesandte Allahs dich geküsst hätte, hätte ich dich niemals geküsst, du bist ein wertloser Stein. Und dann sagt der Mohammed in einem anderen Hadith, der Stein ist vom Himmel herabgesandt worden und die Sünden der Menschen haben ihn schwarz gemacht. Und das habe ich gehört, das mit der Sünde der Menschen, dass der Stein, ja. Ja, aber Ahmed, das Ding ist, du lachst über eine Religion. Ja, also siehst du, der Mohammed war gar nicht begeistert von diesen götzendienerischen Praktiken. Und hat das hat nichts mit Götzendienst zu tun. Ich sag dir doch gerade, es geht nicht um den Viereck, der da steht. Warte mal. Er wollte das nicht praktizieren. Gesagt, nur weil der Gesandte Allah dich geküsst hat, habe ich dich geküsst. Sonst hätte ich dich niemals geküsst. Guck mal, nur um ganz kurz nochmal auf das Thema zurückzukommen, weil das ist das Einzige, was du einem Moslem in deiner Denkweise als Götzendienst so sagen kannst. Das ist kein Götzendienst, weil es wird nicht die Kaaba angebetet. Es geht lediglich um die Himmelsrichtung. Das war sehr viel lernt. Es geht um die Himmelsrichtung, wohin gebetet wird. Allahu a'lam, ich weiß es nicht genau, aber es soll auch etwas okay, im Paradies lass mal sein. Lass mal diese Himmelsrichtung weg. Ja. Aber ihr läuft doch da vorne hin und trampelt euch doch zu Tode und tötet euch gegenseitig, nur an diesen Stein ranzukommen und zu küssen. Die Leute lecken den alten Stein an. Auf dem Travis Scott-Konzert trampeln sich die Leute zu Tode von so einem Satanisten, aber nicht in Mekka. Da trampelt sich niemand zu Tode, Kollege. Siehst du doch, wie friedlich und sauber das da alles ist. Ach nein, hast du mal gesehen, wie es dazu geht? Okay, mal, da muss dieser Typ, dieser Soldat, sich an der Kaaba so festhalten, damit er nicht selber umgetrampelt wird. Da wurde nach meinem Wissen wurde bis heute da noch niemand umgetrampelt. Lebensgefährlich. Jeden Tag sterben dort Menschen und die denken, dass sie die Schahada bekommen, weil sie direkt an der Kaaba gestorben sind. Die töten sich dort gegenseitig, Mann. Astaghfirullah, also du hast auch Fehlwissen, Amir, ja? Du hast doch irgendwann mal mit irgendeinem Moslem geredet, der dir hart Fehlwissen gegeben hat, Mann. Was bist du für ein Landsmann, wenn ich fragen darf? Ich mag dich, du bist ein cooler Typ. Was bist du für ein Landsmann, Amir? Was sagst du? Ich sag, was bist du für ein Landsmann? Ich bin Iraner. Iraner. Und warst du auch wirklich Moslem oder bist du als Christ geboren worden? Ja, genau, ich bin Iraner. Ich bin als Muslim geboren worden und da habe ich mich auseinandergesetzt mit meiner Religion. Ja, schön. Jeder für sich selber. Du weißt ja, wie das bei uns ist. Du weißt ja, wenn die meisten, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, kriegen das als kleine Kinder von ihren Eltern beigebracht sozusagen und haben dann im Laufe der Jahre dann irgendwie auch nichts mehr damit so zu tun. Aber dann irgendwann mal im späteren Alter bekommt man doch schon ein wenig Ehrfurcht und denkt an Gott nach, ob es Gott gibt und so, ne? Weil der Verstand immer mehr und mehr einsetzt. So, ne? Und dann beschäftigt man sich auch mit der Religion, wo man sich zugehörig fühlt, verstehst du? Ja. Aber wie viele Zehntausende von Muslimen in diesem Land haben mit dem Islam nichts zu tun? Also ich sag dir, ich könnte jetzt mal behaupten, dass 99% hier in Europa überhaupt gar nichts mit dem Islam zu tun haben. Das ist nur so 1%, der den Islam irgendwie ernst nimmt. Das stimmt, vielleicht bin ich auch nur einer, der 1% praktiziert. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht praktiziere ich auch nicht vollendet oder gut. Also wenn wir danach gehen, dann ist ja überhaupt gar keiner mehr Muslim sozusagen. So, aber darum geht's ja, um wieder zum Islam zurückzukehren. Ja, ich wollte ja herausfinden, ob der Islam ja wirklich die Wahrheit ist. Also ich hatte ja schon immer so einen kritischen Geist in mir. Und als ich den Islam auf den Prüfstand geschickt habe, um herauszufinden, ob der Islam auf den kritischen Punkten standhält, habe ich gesehen, der Islam fliegt ja komplett auseinander, Mann.
Nein, das stimmt nicht. Weil dann hast du aus falschen Quellen, glaube ich, gelesen. Weißt du, warum? Ich habe doch nur gerade ein Beispiel genommen von Imam al-Shafi, der laut Sure 25, Vers 54 sagt, dass es kein Problem ist, wenn du mit einer Frau Unzucht begangen hast, daraus ein Kind entstanden ist. Du kannst mit dem Kind und mit der Mutter schlafen, des Kindes. Das sagt Imam al-Shafi, das ist ein Monster von einem Gelehrten. Das ist einer der vier Madhab-Schulen, der Gründer einer der vier Madhab-Schulen. Ja, wie gesagt, also ich bin leider, ich wäre gerne noch wissender, um jetzt noch mehr mit dir reden zu können, aber leider bin ich das nicht. Vielleicht bin ich es aber in ein paar Monaten oder ein paar Jahren, wer weiß, ne, wo das alles noch hier hinführt. Aber ich habe nur eine einzige Frage, ohne dir irgendwie zu nahe zu treten. Wenn du doch sagst, Astaghfirullah al-Azim, Jesus Christus ist Gott, ne? Richtig? Du sagst ja, Jesus Christus ist Gott, ne? Astaghfirullah al-Azim. Dann bezeugst du doch quasi indirekt oder direkt sogar, dass es zwei Götter gibt. Oder du lehnst den Gott ab. Ja. Doch, weil es kann doch keine zwei Götter geben, Mann. Das die Bibel lehrt nicht, dass es zwei Götter gibt, mein Lieber. Die Bibel lehrt nicht, dass es zwei Götter gibt. In dieser Gottheit existieren drei Personen, die von Ewigkeit leben. Du musst dir mal Genesis mal durchlesen. Die ersten Zeilen. Gott sprach, es wurde. Und genau. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Da siehst du schon die Anfang, sofort die Trinität. Gott, das Wort und der Geist. Merkst du? Ja. So, und dann geht's weiter durch die gesamte Bibel, dass der Herr Jesus Christus Bezug nimmt zum Alten Testament. Verstehst du, dass er Bezug nimmt zum Alten Testament, dass er sagt, immer wieder zu den Juden sagt, ich bin der Gott des Alten Testaments. Und aufgrund dieser Tatsachen, aufgrund dieser Aussagen heraus, wollen sie ihn ja töten, wegen Gotteslästerung. Haben sie ihn angeklagt vor Pontius Pilatus. Ich kann dir nur sagen, im Koran warnt Gott davor und explizit warnt er davor, hört auf, in dreierlei Maßen zu denken. Oh Kinder, nee, der sagt einfach in Sure Al-Ma'idah, Ayah 73, für wahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah wäre einer von drei. Also die Dreieinigkeit. Oder so, genau. Dazu lehrt der Islam auch noch eine falsche Trinität. Der Koran sagt, dass sie der Vater, der Sohn und Maria die Trinität wären. Sure 5, Al-Ma'idah, Vers 116. Also du siehst, dass der Mohammed mit irgendwelchen Sektierern zu tun hatte, die damals in der arabischen Halbinsel so ihr Unwesen getrieben haben. Und das waren diese sogenannten Ibioniter und diese ganzen abgeirrten Christen, die Mohammed da unterrichtet haben, wie Waraka ibn Nawfal und diese ganzen anderen. Daher hat der Mohammed sowas, dass Jesus Christus nicht gekreuzigt worden ist, dass er nicht der Sohn Gottes ist, weil das waren so diese komischen Heretiker doch damals in der arabischen Halbinsel. Ja, aber das ist doch die Wahrheit. Also meiner Meinung nach ist es doch die Wahrheit. Du musst dich mit dem Thema mal auseinandersetzen, ehrlich. Ja, tue ich gerne. Ja, deswegen sagst du wieder meiner Meinung nach. Obwohl du dich niemals hingesetzt hast und die historischen Fakten berücksichtigt hast. Weißt du warum? Weil ich möchte hier auch keinen Unglaube verbreiten, weil ich nicht so wissend bin, verstehst du? Ich bin ja nicht so wissend. Okay, wenn du nicht wissend bist, dann sag ich laut meiner Meinung, weil deine Meinung zählt ja nicht. Habibi, deine Meinung zählt ja nicht. Wir müssen ja mit Beweisen kommen. Deswegen habe ich dir gerade gesagt, stell mal vor, jeder würde mit seiner Meinung kommen. Und keiner mehr mit irgendwelchen Beweisen. Was ist das bitte? Guck mal erstmal an deine Zuschauer, ne? Ich würde alles tun auf dieser Erde, ne? Ich würde alles tun auf dieser Erde, aber niemals mich abwenden vom Islam. Von der einzigen Wahrheit auf dieser Erde, auf dieser lügenden, sündigen Erde. Du hast doch noch niemals den Islam auf den Prüfstand geschickt, Mann. Das Ding ist, ich brauche gar nicht. Das Ding ist, mein Gott sagt mir, Allah sagt mir, hinterfragt nicht zu viel. Fangt nicht an, zu viel zu denken und zu viel zu hinterfragen. Wenn ein Gott sowas sagt, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass irgendwas mit diesem Glauben nicht stimmt. Nein, weil es für uns vielleicht schwer ist, als Menschen diesen Glauben überhaupt zu verstehen in dieser menschlichen Welt. Verstehst du? Der Koran, die Bibel und die Tora, die sind ja nicht so geschrieben, dass du so Anweisungen hast, teilweise. Die sind ja auch teilweise so geschrieben, dass du auch selber ein bisschen hinterfragen musst. Aber immer nur bis zu einem gewissen, gesunden Grad. So. Nein, die Bibel sagt, mein Volk geht zugrunde wegen Mangel an Wissen. Die Leute setzen sich nicht damit auseinander und lernen auch nichts. Aber der Gott des Islam sagt, hört auf zu hinterfragen, weil es kann ja sein, weil vor euch schon Leute gefragt haben und auf einmal
ungläubig geworden sind. Warum? Weil Allah komische Sachen im Koran sagt. Die ganze, der sagt, dass die Erde eine flache Scheibe ist. Er sagt, dass die Frauen Spermien haben, dass aus den Rippen rauskommt. Und all so eine Quatschaussage. Ach, du bist auf jeden Fall ein cooler Typ. Menschlich gesehen bist du auf jeden Fall ein ganz feiner Kerl, ehrlich. Aber da gibst du ein, zwei andere Sachen an dir, die nicht so cool sind. Ja, Digga, ehrlich. Was? Sag doch endlich Anna Behandlung. Ja, Anna Behandlung, Digga. Menschlich mag ich dich. Ich hab doch nichts gegen dich. Ja, alles cool, Digga, ehrlich. Ich kann auch gerne nochmal live gehen, wenn du willst. Aber ich muss halt gucken, dass ich auch mal mir ein bisschen da was aneigne gegenüber dir. Weil so komme ich hier auf jeden Fall nicht nochmal rein. Du bist heftig, ey. Einer, sobald du hinterfragst, landest du beim Ursprung der Bibel. Nein, der Ursprung ist das erste Buch Mose, glaube ich. Sobald du hinterfragst und das Ganze historisch nachgehst, dann merkst du, ey, irgendwas stimmt mit dem Islam nicht. Der Islam lügt. Das stimmt alles. Das stimmt alles. Ich gehe, guck mal, ich lese Abraham seine Story, Ibrahim alayhi salam. Und da fange ich an. Und dann von da geht es zu Moses, zu Jesus und dann zu Mohammed alayhi salatu salam. Und alle Propheten sind Gesandte Gottes. Und jeder Mensch sollte bezeugen, dass es ja, nur ein Gott gibt. Mohammed niemals ein Prophet war. Mohammed war ein Prophet, Mann. Jesus hat doch über Mohammed sogar geredet, dass er als Prophet kommen wird, Mann. Das stimmt doch gar nicht. Warum redest du so schlecht über Mohammed, wenn Mohammed so gut über... Warum redest du so schlecht über Mohammed alayhi salatu salam, wenn Mohammed so gut über Jesus geredet hat? Das wäre doch nicht korrekt, menschlich gesehen. Ja, der Herr Jesus hat uns gewarnt vor Mohammed. Nein, hat er nicht. Er hat gewarnt vor Menschen, die kommen werden und sagen werden, wir sind Propheten. Und nein, deswegen er hat der gesagt Prophet... in Matthäus 7,15. Er hat gesagt in Matthäus 7,15, hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen in Schafskleidern zu euch. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Der Mohammed hat befohlen, dass man erwachsene Männer stillen soll. Also die Frauen sollen die Busen rausholen und die erwachsenen Männer fünfmal am Tag stillen. Boah, damit sie mal haben sind. Ich weiß nicht, Digga, wo du deine Sachen herholst, Digga. Aus welcher Quelle, Digga. Aber ehrlich, Digga. Ehrlich. Ich glaube, du mixst dir das so zusammen, wie es dir am besten passt. Merkst du nicht, dass du ein Riesenproblem damit hast? Ich hab nennt sich Rinder al Kabir. Das kennt jeder. Das Stillen als Erwachsene. Rinder al Kabir. Das Ding ist, guck mal. Du kannst ja beispielsweise... Es gibt so Listen auf Google, ich weiß nicht. Warte mal, ich muss dich mal kurz raus tun. Ich komme gleich wieder, ja? Kannst ja, gleich wieder reinkommen. Alles gut. Okay. Ciao. Ciao. Cooler Tim, ne? Sehr guter Tim. Rinder al Kabir, das Stillen eines Erwachsenen. Das ist so unfassbar. Thank you.
Dr. Schecher war mich. Super Diskussion gerade, ey. Hier, Hussein. Hussein. Hallo Amir, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut, Hussein. Wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, Amir, das wünsche ich dir auch. Ja, perfekt. Also Amir, ich kenne dich schon seit langem. Seit lange? Ja, schon lange. Ne? Und mein Bruder und ich, wir haben dich dann immer so dabei angeguckt und haben auch viel gelacht am Anfang. Ne? So. Und irgendwann mal. Du bist Schiite, ne? Also ich bin kurdische Alevite aus Türkei. Okay, alles klar. Erzähl weiter. Und auf jeden Fall, irgendwann mal habe ich gedacht so, boah, ey, nicht, dass ich irgendwie selber in die Sünde gehe, weil du ja immer gesagt hast, ja, Sachen gesagt hast, die zwar in den Hadithen und Überlieferungen stehen, aber so auf deine Art und Weise habe ich immer gedacht so, boah, nee, nicht, dass ich dann auch irgendwie sündige, weil ich immer gelacht habe, was du gesagt hast. Weißt du, was ich meine? So, und danach... Ja, aber das ist der Wahnsinn. Ja? Also menschlich gesehen hast du natürlich richtig gehandelt. Also wenn jetzt auf einmal zum Beispiel, wir nehmen mal ein Beispiel mit dem Honig, als die Leute da zu Mohammed kamen und sich beschwert haben über seine Bauchschmerzen, da kam der Kollege mit seinem Bruder an, dann sagte der Rasulallah, hier mein Bruder, der hat voll die Bauchschmerzen, dann sagt er, gib ihm Honig. Und dann sagt er, auf einmal hat er Honig gegeben, dann sagt er zu ihm, Rasulallah, seine Bauchschmerzen sind nicht besser geworden, gib ihm mehr Honig. Oder hat er ihm mehr Honig gegeben oder hat er mehr gegessen? Dann sagt er, seine Bauchschmerzen sind doch schlimmer geworden. Dann sagt er. Dann sagt er eiskalt zu ihm: Der Bauch deines Bruders hat gelogen. Allah und sein Gesandter haben die Wahrheit gesagt. Ist unfassbar. Ja, Bruder, also. Wie gesagt, das hast du auch schon mal gesagt. Ich glaube, ich denke, das kann nicht wahr sein, Mann. Ja, Mara, also ich kann mich daran erinnern, dass du das auch schon mal erwähnt hast, genau das mit diesem Honiggeschichte, auch mit dem, mit den Palmen und sowas. Palmen-PSS, genau. Aber auf jeden Fall, Amir, also, weißt du, was ich mich frage? Stell dir mal vor einfach, wie ist das? Stell dir mal vor, irgendwann mal liegst du auf einmal falsch. Was wirst du dann dem Herrn sagen? Nein, warte. Stell dir nur mal vor, nur fantasiemäßig vor, so. Was würdest du dann sagen? Dann war das meine Entscheidung. Da habe ich mich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Da muss ich auch dafür gerade stehen, verstehst du? Dann ist das halt so. Aber dann war ich wenigstens nicht jemand, der aufgrund meines Glaubens Andersgläubige unterdrückt hat und sie zu seinem Glauben gezwungen hat, verstehst du? Ja, ich weiß, was du meinst. Also da stehst du dann gerade für, ne? So sieht's aus. Was denkst du über die alevitischen Kurden? Super Menschen, ganz normale Menschen, wie der andere auch. Sie haben mit dem Islam ja nichts zu tun. Okay, kannst du mir das irgendwie so ein bisschen erklären? Was soll ich dir denn da erklären? Das also, ganz normale wieso? Menschen, die hier leben. Okay. Die haben eigentlich mit Religion ja nichts zu tun. Du siehst ja, dass die alevitische Glaubensgemeinschaft ihre eigenen Prinzipien hat, die dort mit dem Islam ja niemals vereinbar sind. Niemals! Du kannst es ja mal googeln, an was die Alawiten glauben. Also diese übertriebene Vergötterung von Ali auch und so. Ne? Also sie sind eine eigene Abspaltung der
der Schiiten irgendwie sowas. So eine ganz komische Abspaltung der Schia. Ach so. Deswegen sympathisieren ja auch Schiiten mit Aleviten. Also wir, das stimmt schon. Also wir gehen nicht nach den fünf Säulen, das stimmt. Also, genau. Also die Sunniten akzeptieren euch niemals als Muslime. Und wenn sie auch auf euch treffen, dann ihr seid in den Augen von ihnen Prinzendiener. Und du weißt ja, was nach Sure 9, Vers 5 auf euch wartet, ne? Tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet. Ergreift sie, belagert sie, lauert ihnen auf aus jedem Hinterhalt. Weißt du, Amir, die Zakat entrichten, die das Gebet verrichten. Also du siehst, wie brutal das ist. Was hat der islamische Staat denn durchgezogen im Irak und Syrien? Weißt du, Amir, ich war gestern in so einem islamischen Kontext hier auf TikTok und ich habe irgendwie versucht zu sagen, hey Leute, ihr wollt ja eine Shahira, also dass alles islamisiert wird. Dann habe ich gesagt, Ja, genau. Dann habe ich gesagt, wie wäre es, wenn wir alle Frieden schließen würden, Nachbarn wären, also Schiite, Moslem, Jude, Christ, alle Nachbarn sind und alle Frieden machen und so, ne? Und alle zusammen sind. Ja, haben das wäre natürlich Traum. Das wäre natürlich Traum, ne? Aber da haben die gesagt, nein, das wird nicht so passieren. Ja. Da hab ich gesagt, ja, wie soll denn der Frieden dann entstehen? Gar nicht. Der Allah möchte, dass seine Religion über alle anderen Religionen herrscht. Sure 8, Vers 39. Kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt und die Religion gänzlich Allahs ist. Ja, das ist der einfach Koran krass, ist schuld an der ganzen Misere. Der Koran ist das schuld. Mann, das ist, weißt du, Amir, das ist schon echt krass, weißt du, weil es ändert sich einfach nichts. Wenn die Leute anfangen, also aufzuhören, den Koran ernst zu nehmen, erst dann können wir friedlich miteinander koexistieren. Aber solange es Muslime gibt, die dem Koran glauben und sagen, ja, das ist Allahs Wort und das müssen wir in die Tat umsetzen, so haben wir ein Riesenproblem. Deswegen versuche ich das ja zu entschärfen, das Ganze, damit die Leute sich Gedanken machen und sagen, ey, der Koran hat Fehler. Also kann dieses Buch ja nicht von Gott sein. Also müssen wir auch aufhören, die Tötungsbefehle da zu praktizieren. Wenn zum Beispiel der Prophet Mohammed mit 40 ist er als Prophet geworden. Also du sagst ja, er wurde von Christen gelehrt, ne? Oder? Richtig, der Großcousin von Khadija, der hieß Warraqa ibn Nawfal. Und er war der Schreiber des Korans. Und das sehen wir in dem Hadith. Sahih Bukhari hat Band 1, Buch 1, Hadith 2. Und da gibt es diese Überlieferung, dass der Warraqa ibn Nawfal starb und dann steht auf einmal, die Offenbarungen haben auf einmal aufgehört. Und da fragt man sich ernsthaft, was hat denn der Tod von Warraqa ibn Nawfal mit den Offenbarungen Allahs zu tun? Hat er etwa seine Hände im Spiel gehabt oder was? Und der Mohammed war so traurig, dass er auf einen Berg gegangen ist, um sich Selbstmord zu machen. So traurig. Ich war, das ist schon heftig, ja. Was soll man da sagen? Er hat einen riesen Einfluss auf Mohammed genommen, weil er hat ihm seinen Propheten bestätigt. Aber Amir, guck mal, wenn du so belehrt bist und so viel Wissen hast und die Moslems, also die Sunniten, sagen immer wieder, obwohl du Tatsachen widerlegen kannst und trotz dessen sagen die dann, nee, das wird schon seine Richtigkeit haben. Wieso hinterfragen die? Das ist unbequem. Das ist unbequem, eine andere Wahrheit auf einmal anzunehmen und zu sagen, ich habe die ganze Zeit in einer Lüge gelebt oder was? Wer will sich das denn eingestehen? Die meisten haben natürlich ein Ego-Problem und sagen, ja, nein, ich bin schon auf dem richtigen Weg. So sind doch die Menschen. Okay, wenn du ihnen auf einmal zeigst, dass dein Weg ein falscher Weg ist, die fühlen sich total angegriffen. Du siehst also, das doch mit deinen eigenen Augen. Selbst mit Beweisen, die machen dir so ihre Augen zu. Also bedeutet das, dass Mohammed quasi das, was er überliefert hat, auch also quasi christlich ist, nur halt anders erklärt, oder wie? Oder wie? Naja, also dieser Mönch, dieser Warraqa ibn Nawfal, der Großcousin von Khadija, das war ja so ein Christ, ein ausgestoßener Christ, der von der Kirche verbannt wurde, weil er mit diesen komischen Irrlehren da um die Ecke kam. Mit Jesus ist nicht der Sohn Gottes, er wurde nie gekreuzigt und ist auch nie auferstanden und so. Du, was hat der Mohammed beigebracht? Und die ganzen damaligen arabischen Christen, die so Sektierer, mit solchen Leuten hatte der zu tun gehabt in der damaligen Zeit. Und das hat er so gehört und hat er das in sein Koran reingepackt.
Und stimmt das, dass als Mohammed gestorben ist, dass die Leute sich dann gestritten haben, wer der, also, dass sie, dass dann dieser Krieg entstand, so diese Spaltungen, Schiiten, ja, und sowas? Ja, genau, weil Mohammed keinen Nachfolger ernannt hat, hat sich natürlich der Abu Bakr dann der erste Kalifat unter den Nagel gerissen, und dann der zweite war ja dann Omar. Und der dritte dann Osman und als letztes dann Ali. Und die Schia sagen, keiner von denen hätte Kalif werden sollen, sondern die Nachfolge sollte direkt an Ali gehen, weil er zur direkten Familie von Muhammad gehört. Er ist ja der Vetter von Muhammad. Er hat also seine Tochter geheiratet von Muhammad. Genau, richtig. Genau, also gehört er zur Familie, von Muhammad. Und als rechtmäßige Familie, Ahlul Bayt, hätte er eigentlich das Kalifat weiterführen müssen, also ein Nachfolger sein müssen. Und deswegen ist dieser Riesenkrieg entstanden. Und seitdem Aisha mit Ali diese Kamelschlacht geführt hat, siehst du, dass die Schia und Sunni sich dermaßen am kaputt machen sind vom Allerfeinsten. Genau. So sehe ich das auch, dass sie sich da bekriegt haben, alles, ey. Boah, krass. Ja, aber, du musst dir mal vorstellen, dass die Muslime, die zum Beispiel zu Aisha gehört haben, das Kamel von Aisha am Kacken war, sogar die Kacke von Aisha das Kamel aufgesammelt haben, weil die so die Segnung davon haben wollten. Unglaublich, boah, ne? Boah, Bruder, ich weiß, boah, das ist schon krass. Aber warte mal, wenn es dann aber dann ist es ja nach deiner Vorstellung, also wenn wir nach deiner Vorstellung gehen würden, dann ist ja quasi Mohammed ein Christ. Nein, er ist kein Christ, sondern wurde von christlichen Sektierern unterrichtet und hat eine neue Religion gebildet. Ein bisschen von den Persischen, ein bisschen von den Zoroastriern, ein bisschen von den Juden, und hat den Islam geformt. Das ist unglaublich. Also, das heißt, der Mohammed war zum Beispiel, sagen wir mal, der war 30 Jahre alt und hat da angefangen zu lernen, oder was? Oder wie? Nein. Als er diese Begegnung hatte mit diesem Wesen da in der Höhle, der ihn gewürgt hat und sich als Engel Gabriel ausgegeben hat, das ist ja schon eine Katastrophe. Weil wir lesen in der Bibel, dass keine einzige Stelle vorhanden ist, dass der Gabriel, dieser Engel Gabriel, der wahre Engel Gabriel, die Menschen am Würgen ist und sagt, nies und so. Der kommt immer in Frieden und sagt, fürchtet euch nicht. Ich bin ein Bote eures Herrn. Fürchtet euch nicht. Er kommt nicht mit aggressiver Haltung und sagt, hey! Ich bin Engel Gabriel, ihr habt an mich zu glauben. Lies! Ja, ich verstehe schon. Und die Bibel sagt uns,